So, dann schauen wir mal, was wir dann jetzt noch offen haben hier. Nur noch das Plastik. Ist ja nicht so besonders viel, ne? Und Plastik haben wir aber viel. Holz? Habe ich das gar nicht... Das habe ich gar nicht markiert zum Sammeln. Was ist denn los? Aber mit drei Boden haben wir das jetzt ratzfatz weg. Wie sie jetzt alles hier einsammeln. Zup, 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 zup. Zack, alles weg. Ich bräuchte aber auf jeden Fall... Moment. Die Tower können wir jetzt eigentlich auch auf 20 erhöhen. Das Wasser unendlich, unendlich, unendlich. Das Brennholz können wir jetzt auch mal auf 20 hochsetzen. Sicher, sicher. Das lassen wir auf 5, genau. Ja. Dann haben sie nämlich wieder ein bisschen was zu tun. Ich will da reinspringen. So, die Bude haben sie alle leer gemacht. Nasses Holz ist alles weg. Das ist schon alles fertig getrocknet. Na gut, ich habe ja schnell Durchlauf an, von daher. Was ist denn mit dir jetzt? Aber du hast doch. Hier, da kannst du doch drin schlafen. U-Boot. Hier. Oder er macht das halt dann wirklich nur in der Nacht. Das kann natürlich sein, ne? Na, für ein großes Lager brauchen wir wieder Metall. Und für die weiteren Häuser auch. Müssen wir weitersuchen. Wo ist denn hier der nächste? 1600. Aber was ist das hier für ein Zeichen? In diese Richtung. Ich weiß nicht, was das ist. Warum kann der nicht so weit fahren? Der kann nur so weit fahren. Ah, und hier wäre aber noch einer zum Retten. Ja. Wenn ich hier... Nein. Wenn ich hier die... Ich kann es nicht lesen. Dann bin ich auch relativ nah an dem normalerweise dran. Von daher... Tut mir leid für diesen Dude, aber wir gehen dann doch eher hier hin. Und ich schaue mich jetzt einfach um. Ich mache jetzt nicht wieder das ganze Gebiet leer. Holz und Metall nehme ich mit. Was? Achso. Algen auch nicht unbedingt. Ja, wohl. Können wir doch. Dann machen wir einen Halt. Also das könnten die Vögel eigentlich einsammeln, wenn ich denn welche hätte. So, jetzt setzt mal drei Bude drauf an. Dann ist das jetzt auch wieder gleich weg. Wenn denn drei Bude losgefahren werden. Aber die haben jetzt so viel zu tun. Nehmen wir mal unsere Schwimmer jetzt. Die müssen ja nicht so wirklich weit. So, da muss auch nur noch einmal gefahren werden. Dann haben wir die Algen auch. Das Plastik lassen wir, wo es ist. Das Holz wollte man mit. Nehmen. Achso, jetzt habe ich. Achso. Ha. Komplett durch den Wind. Was haben wir hier? Bücher. Also, das nehmen wir auf jeden Fall. Alles mit. Weil dann können wir jetzt auch die Fischerhütte bauen. Jawohl, haben wir wieder keinen.
Metallschrott dafür, ne? So, das Holz ist auf jeden Fall weg. Genau. Der ist gerade zurückgekommen mit Holz. Hab gedacht, er schnappt sich jetzt das nächste Boot, aber nee. Aber das ist, glaube ich, auch gerade keine gute Idee, jetzt alles so zu sammeln, weil ich keinen Platz mehr im Lager habe, ne? Die Bücher alle mitgenommen. Das ist gut. Konserven sind auch immer gern gesehen. Nee, wegen drei Konserven. Ah nee, die nimmt er mit. Oder? Ja. Sehr schön. Dann forschen wir jetzt die Fischerhütte. Lassen den hier wieder zurück. Und unter Umständen ausladen. Und dann fahren wir mit unserem Dorf, Stadt, schwimmende Stadt, Müllhalde mal weiter. Der strammelt da noch vor sich hin. Da bräuchte man vielleicht dann auch eine zweite. Damit wir schneller vorwärts kommen. Weil die gammeln jetzt eh und haben nichts zu tun. Und dann können zwei hier strampeln. Und das ist dann natürlich wesentlich effektiver, wenn wir jetzt auch größere Strecken zurücklegen wollen. Das große Lager können wir ja noch nicht bauen. So, das lasse ich noch weiter fertig bauen. Genau, und dann können wir auch weiter in diese Richtung. Ja, die Meterzahl nehmen schon ab, aber es ist halt trotzdem noch relativ weit, ne? Da ist noch eine Insel mit Fischen. Hier haben wir noch Fische. Das nehmen wir alles mit. Leck. Wo ist der Fisch? Hier. Dass wir das Lager auch schön voll kriegen. Noch mehr Fisch. Und hier ist... Ah, na gut. Keine Bücher. Kein Metall. Die Fische, die ich hier gesehen habe, da kommen wir nicht ran. So, der angelt das hier weg. Achso, ne, Quatsch, hier wollte ich. Plastik, 20 Kanister. Da brauche ich noch keinen Plastik sammeln. Plastik gibt es eh irgendwie an jeder Ecke. Das haben wir ja in Massen zur Verfügung. So, der fährt zurück. Mit Plündermaterial, der genauso. Und der mit dem Fisch. Und das ist auch leer. Sehr schön, dann lassen wir jetzt noch entladen. Und dann geht's wieder direkt weiter. Wobei unser Kraftstoff halt noch gar nicht voll ist. Aber okay, es waren jetzt ja einige mit dem Boden unterwegs. Weil hier wird nicht gestrampelt, hier schon. Aber jetzt geht garantiert eh gleich ein zweiter da dran. Achso, 50% machen wir auf 100. Selbstverständlich 100, also. Dann ist klar, dass das zweite nicht besetzt wird. So, aber das wollen wir nicht abwarten. Wir müssen in diese Richtung.
Da haben wir ja nichts Neues. So, oh Gott. Wir können nur bis hier hin oder was? Und dann ist Treibstoff leer. So könnte man es verstehen, ne? Oder ich darf einfach nicht durch den Fog of War durchfahren. Aber es könnte tatsächlich der Treibstoff sein, weil der nimmt gut ab. Da können sie jetzt wieder ordentlich strampeln. Kommt ja schon der Hinweis. Nachtanken. So, was haben wir denn da? Plastik und Holz. Das Holz können wir einsammeln. Da kommen wir noch hin. Aber das ist noch so ewig weit weg, ey. So. Erst um das Holz kümmern. Dass wir das schon mal haben. Wir haben zwar jetzt keine Holzknappheit, aber wir brauchen ja Brennmaterial. Da hätten eigentlich zwei gereicht. So. Plastik brauchen wir nicht. Algen, na, eigentlich auch nicht. Aber nehmen wir jetzt einfach mit. So, das Holz ist leer. Dann fehlt noch das da. Ja, und immer wenn eine Nacht vergeht, nehmen die Rohstoffe ja sowieso ab, weil sie ja trinken und essen. Und dann ist wieder ein bisschen Platz im Lager, wobei wir eigentlich mehr ins Lager füllen, als das wir verbrauchen. Wir könnten ja noch so ein mittleres Lager bauen, ne? Ist zwar nicht ganz so mein Ding, ich wollte eigentlich schon noch so ein großes. Das ist auch blöd. Aber okay, das mache ich sowieso nicht wegen dem Haus, dass wir da noch vielleicht ein Haus reinkriegen. Muss ich mal schauen. Hier kriegt man noch eins rein. Dann ist es auch keine Platzverschwendung. Genauso wie hier. Weil da kriege ich ja kein großes mehr rein. Und dann haben wir ein bisschen Lagerkapazitäten noch. Und es ist wieder eine gefunden worden. So, so ein bisschen dahin unterwegs. Einer von den beiden ist es. Ich vermute mal der hier. Sicher bin ich mir nicht, aber ich vermute mal der hier. Aber egal, wir sind auf dem Weg zu diesem Tropfen. Weil ich jetzt keine Ahnung habe, was ist. Vielleicht ist es das Zeichen dafür für den Vogel. Keine Ahnung. Sieht aus vielleicht wie so ein kleiner Vogelschiss. Oder? Das könnte doch Vogelschiss sein, oder? Vogelschiss? Ah, naja. Eigentlich sieht es aus wie ein Tropfen, aber. Oder ein Ei? Aber nee, ein Ei ist ja nicht so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas ist es. Und irgendwann werden wir schon da oben ankommen. So, der Tagesbericht ist egal. Bergungsboje ist auch fertig. Der noch nicht. Der fährt. Keine Ahnung wohin. In die Richtung. Zu der Insel. Hast du das andere dann schon geholt? Ja, das Holz wurde anscheinend schon gesammelt. Warte mal. Einsame Insel ohne Flagge? Aber die wird mir nicht angezeigt, als da einer wäre. Vielleicht ist da noch was anderes drin. Bücher zum Beispiel. Schauen wir auf jeden Fall mal rein. So, die Konserven noch. Dann ist es auch fertig.
Wie gesagt, vorsichtshalber wieder abwarten, bis sie angekommen sind und dann entladen. Aber jetzt geht Plastik doch schon ein bisschen runter. Ne? Na komm. 6,32. Ja komm, das ist näher. Machen wir das. Wir haben gar keine 4 Bude, oder? Na egal. Oh, Treibstoff ist auf jeden Fall wieder voll. 1, 2 Bude. 3. 3 Bude haben wir. 2 sind aber nur unterwegs. Der kommt schon wieder zurück, der auch. Ja, zweimal müssen sie noch fahren. Das ist die Nummer 1. Und dann haben wir das Plastik auch wieder voll. Und die Lager, die ich gebaut habe, die sind eigentlich jetzt schon wieder gut gefüllt. Wo habe ich die nochmal hingebaut? Die habe ich doch... Das waren noch die zwei, ne? Warum sind da jetzt so viele... Sushi ist da drin. Ja, ja. 50. Ich hab's auf 30 eingestellt. Keine Ahnung, warum die so überproduzieren. Ich weiß es nicht. Die sind alle da. Das Plastik ist eingesammelt. Das ist sehr schön. Dann wollten wir hier hin. Dann haben wir hier die Algen drin. Und dann haben wir da drüben noch die Insel. Machen wir so. Da ist eine Flagge drauf. Aber hier war keine. Da ist noch eine. Die kriegen wir vielleicht sogar rein. So, schauen wir jetzt mal hier diese einsame Insel an. Da ist tatsächlich eine drauf. Die wurde aber gar nicht angezeigt. Renommierter Kapitän. Retten. So, das Holz sammeln wir auch ein. Wir haben zwar jede Menge, aber ja, was soll's, was soll's. Was wir haben, das haben wir. Plastik brauchen wir nicht. Hüttendorf. Sehr schön, da sind wenigstens wieder Bücher drin. Bücher nehmen wir immer gern. Kriege ich das auch? Ja. Wieder kein Metall. Gedacht, die wurden hier gar nicht angezeigt. Algen, wie viele Algen haben wir? 69 nur noch. Nur noch. Nehmen wir sie auch mit. So, das ist eine Flagge, da ist eine Flagge, da sind jetzt überall Flaggen. Da sind noch mehr Fische. Nehmen wir alle mit. Alle. Ah, da ist noch Holz. Oh. Na gut, ich habe eigentlich... Eigentlich habe ich genug. Die Lager sind schon wieder voll. Ich habe doch die Fischerhütte erforscht. Die können wir doch jetzt bauen. Oh Gott, ist sie groß. So komisch länglich. Können wir hier reinquetschen? Sehr schön. Das hat, glaube ich, auch Algen benötigt als Köder. Und dann machen wir das nur, wenn Fisch unter... Wo sind wir überhaupt Fisch?
Vogelfutter? Hä? Fisch wird gar nicht angezeigt. Angelt es dann was anderes? Oh, da könnte es jetzt sein, dass wir das ausschalten müssen, weil das uns unendlich Fische ködern will. Das sehen wir gleich. Ich kann hier keine Max-Anzahl für Fische einstellen. Oder ich bin einfach nur blind. Sie haben nur die gekochten Fische hier. Rohe Algen gibt 3 Fische. Tatsächlich. Einmal Alge gibt 3 Fische, das ist eigentlich nicht schlecht. Wäre aber schön, wenn man das hier einstellen könnte, ne? Hier sind noch die Fische. Ich Blindfisch, sehe die Fische nicht. Gehen wir mal hier auf 40. So. 40 Fische. Wir sind jetzt aktuell bei 143. Also dann können wir das hier auf unendlich setzen. Weil da wird dann sowieso keiner arbeiten. So, das Hüttendorf ist auch vollständig geborgen. Die Fischerboje auch leer. Läuft doch ganz gut soweit, würde ich sagen.